der Spiegel sagt heute. Und jetzt kommt die große Frage, was sagt die Waage? Ich habe mich das letzte Mal, glaube ich, bei der FIBO gewogen, danach gar nicht mehr. Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, ich würde schon wesentlich mehr wiegen. 100 Kilo ohne die Kamera. Ja, ich habe wirklich die letzte Zeit relativ undiszipliniert gegessen, musste eine Menge arbeiten, deshalb auch sehr, sehr viel improvisieren. Es geht einfach sehr, sehr viel disziplinierter, das weiß ich. Ich habe es ja auch schon gemacht. Deshalb bin ich auch gerade ein bisschen überrascht, dass es nur 100 Kilo sind. Ich würde jetzt, könnte ja sagen, boah, Massephase läuft unnormal. Das tut sie aber nicht. Das ist einfach nur, ja, Fett, was dazugekommen ist. Ich finde das immer lustig, wenn man ja, das irgendwie so beschönigt und sagt, ja, alles klar, Massephase ist richtig gut am Laufen, aber das ist bei mir im Moment einfach gar nicht der Fall. Heute habe ich mal einen Tag frei und deshalb werde ich heute auch nur geile Sachen machen, wie zum Beispiel ausgiebig trainieren gehen, ordentlich kochen und eine Menge chillen. 9 Uhr, Zeit für Training! So Leute, ich hoffe, ihr seid bereit fürs Training in 3. 2, 1. Hollywood, Hollywood, yeah. That's where you say you're from. You thought you could make it, but the city won, yeah. Now you're living on. Nothing but pills and low income. Your hopes all gone. So give yourself away. Show me how you go. Oh, oh, on the floor. Feeling roast, go for me. You got me feeling some way, hey. So I'll say, hey, hey, this is the day you became a Hollywood whore. Wenn das nicht mal nach einer Kontaktgrill-Action schreit, gerade Ganzkörpertrainingsplan, gestern konnte ich leider nicht trainieren, morgen kann ich leider auch nicht trainieren, da eignet sich doch perfekt, heute mal den Ganzkörpertrainingsplan zu machen. Grundsätzlich finde ich ja Ganzkörper ziemlich cool, aber man muss auch dazu sagen, Ganzkörper ist wirklich, wirklich schwer, man will den ganzen Körper trainieren, muss aber gleichzeitig darauf achten, dass man auf seinen Workload kommt, man muss darauf achten, dass trotzdem die Intensität jeder Übung einfach so hoch ist, dass man auch den entsprechenden Muskelreiz überhaupt setzt. Ganz, ganz schwierig, einfach das auch beim ganzen Körper zu schaffen. Trotzdem habe ich immer mega Bock drauf. Ich wollte dazu nochmal so eine, ja, eine etwas weitere Ausführung oder ein bisschen weiter in die Materie reingehen, was das Thema Workload betrifft und so weiter. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt werde ich mir anstatt einen Shake erstmal ein paar geile Cookies machen. Oder mache ich mich erst frisch? Ich glaube, ich mache mir erst frisch und dann gibt es korrekte Cookies. Die Cookies sind nicht nur einfach zu machen, sondern sie sind auch ultimativ lecker. Zieht es euch rein, wir brauchen nur wenige Zutaten. Ein Ei, eine Banane, ein Whey-Protein, ein etwas flüssigere Erdnussbutter, immer noch hart, etwa Haferflocken und Mehl. Hollywood, Hollywood, yeah, that's where you say you're from. Noch ein wenig mit Cream verfeinert, ich glaube als Post-Workout-Meal kann man das gerade so eben durchgehen lassen. Von der Konsistenz her darf man sich das natürlich nicht so vorstellen wie so einen üblichen Cookie, also so relativ trocken. Auch nicht so wie einen von Subway leider, aber von der Konsistenz her ist das halt so ein bisschen weicher, schmeckt einfach richtig gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zieht es euch mal rein, ich habe seit langem mal wieder die ganzen Sachen hier eingetrackt.
Das ist drin und dabei kommt raus 691 Kalorien. Wir sind bei 68 Gramm Kohlenhydraten, 46 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett. Das geht also mega klar, wenn man bedenkt, dass ich gut gesättigt bin. Ja gut, jetzt wäre jetzt übertrieben. Ich kann natürlich jetzt noch mehr essen, wenn ich wollte, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so denke, boah, krass Hunger noch. Und deshalb finde ich das echt eine coole Sache. Hab noch mega viel offen, kann noch mega viel tanken. Ich will so auf circa 3000 Kalorien kommen. Aber jetzt gucke ich erstmal noch ein bisschen weiter Serie. Kein gutes Vorbild, Kai, und ich will es auch in keinster Weise schönreden, das ist nicht gut. Ich rauche so circa einmal in der Woche Shisha, würde ich sagen, meist mit Kollegen zusammen. Heute einfach mal einen Tag gechillt, alleine vor der Glotze, weil es, weiß nicht, ich mache mir immer sehr, sehr viele Gedanken dabei, so kann einfach gut nachdenken und ja, im Moment ist für mich so eine Zeit, wo ich einfach gefühlt nur auf die Fresse bekomme, wo nichts funktionieren will und ich versuche mich dann immer an positiven Gedanken festzuhalten. Immer, ja, wenn man nur Highlife hat, dann vergisst man irgendwann, wie geil die Zeit ist und deshalb sind manchmal solche Tiefs vielleicht auch gar nicht schlecht, weil man dann erst wieder feststellt oder merkt, wie geil es ist, wenn es wieder bergauf geht. Und ich denke da immer so an meine Herzschlaglinie bzw. an meinen QRS-Komplex, weil es ein, ja, es gibt da so einen schönen Spruch zu, wenn dein Leben keine Ups und Downs hätte, dann würde es nur eine gerade Linie sein und dann würde es bedeuten, dass du tot bist. Und da ist einfach in irgendeiner Weise was Wahres dran. Und ich möchte euch einfach nur sagen, jeder hat so Zeiten, wo man nur gefühlt in die Fresse bekommt, da muss man einfach stehen bleiben. Und wenn man dann auf den Boden geht, dann ist es wichtig, dass man weitermacht, dass man wieder aufsteht, auch wenn es nicht aufhören will. Auch wenn man keine Lösung in dem Moment weiß, man muss einfach weiterkämpfen und man darf sich nicht in dem Moment irgendwie verstecken oder den Kopf in den Sand stecken, auch wenn ich es gerne machen würde. Gerade bei mir ist es halt so, ich habe nichts mit Beziehungen oder so, versteht mich da nicht falsch, sind einfach so ein paar andere Dinge im Leben, sag ich mal, die dazugekommen sind, wo ich da so einfach den Kopf drüber schütteln kann. Zum Beispiel auch einfach hier mit dem Channel, dass ich da, ich habe so geile Ideen und ich möchte so viel, viel mehr machen. Und dann fehlt einem irgendwie auch die Zeit und das ist, sind so viele Dinge, die mich einfach nerven und die mich zermürben. Allein schon, ich habe so ein neues Projekt im Auge und ich möchte es einfach umsetzen und ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Und trotzdem weiß ich, dass ich irgendwann auch wieder die Zeit dazu haben werde und das dann weitermachen kann. Und das kann ich euch auch einfach nur sagen, kämpft immer weiter. Und das ist das Wichtigste überhaupt im Leben. So geil, so, so geil, für mich so motivierend, denn das will ich irgendwann auch an Qualität schaffen und ich weiß, es ist noch ein langer Weg, aber ich gebe alles, dass ich irgendwann zu dieser Qualität auch komme. So Leute, jetzt schnell einkaufen, muss schließlich weiter gefuttert werden und bis gleich. Regel Nummer 1 beim Einkaufen, lieber ein Quark zu viel zu Hause als zu wenig. Geschafft und jetzt werde ich mir den übelsten Gourmet-Sandwich machen. Ich hoffe, das sieht nicht nur geil aus, sondern schmeckt auch richtig gut. Direkt der Geschmackstest. Ist das geil. Das ist so lecker. Fitness kann so schwer sein. Für Luisa habe ich direkt einen mitgemacht. Die wird sich nämlich richtig freuen, wenn die gleich nach der Arbeit direkt erstmal einen geilen Snack bekommt. So schnell können weitere vielleicht 600 bis 700 Kalorien wieder zunichte gemacht sein, wieder im Bauch gelandet. Naja, auf jeden Fall ein Snack, wo sich jede Kalorie gelohnt hat. Ich überlege ja im Moment echt, ob ich nochmal mit einer zweiten Sportart anfangen soll. Ich habe letztens meinem Bruder beim Football zugesehen und das hat richtig in den Fingern gekitzelt, ob ich den nicht nochmal mit meiner Football-Karriere weiterführen soll. Ich hatte so Bock, ich wollte am liebsten direkt auf den Platz stürmen. Auf der anderen Seite hatte ich überlegt, eventuell auch noch irgendwas in Richtung Kampfsport zu machen. Mal gucken, ey, im Moment sieht es auf jeden Fall so aus, als ob ich bald nicht nur Fitness mache, sondern noch irgendwas dazu. Aber ich glaube, das ist auch ganz cool. Und ja, der hier ist übrigens für Luisa. Ich bin gespannt auf ihre Reaktion.
Ich brauche eine Reaktion. Schmeckt? Ja. Sehr gut. Schmeckt sehr lecker. Leuten, die Fitness machen, ist es immer relativ leicht, etwas sehr schmackhaft zu machen, weil wenn man sehr, sehr ja, eintöniges gewöhnt ist, von wegen Reis, Hähnchen, Brokkoli, keine Ahnung, dann ist das immer sehr, sehr einfach. Aber gerade ja, Leuten, die es nicht gerade so irgendwie fitnessgerecht essen oder so, keine Ahnung, da sind die, stehen wirklich in Herausforderungen, weil wenn denen das schmeckt, dann weißt du, dass das auf jeden Fall schmeckt. Und ich würde sagen, das ist bei dem Sandwich ein gutes Zeichen. Leute, da habe ich euch noch schnell den Shortclip für heute Abend zusammengeschnitten, also das Sandwich. Beim Blick auf die Nährwerte bin ich bei 1400 Kalorien, 113 Gramm Kohlenhydrate, 109 Gramm Eiweiß und 54 Gramm Fett. Grüß dich, Bully, curls me. Ja, ich würde sagen, das ist ganz geil. Geht auf jeden Fall noch gut was rein und wir werden gleich auf jeden Fall noch was zaubern. Ultimativ schnell gemacht, super lecker. Braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Eier mit Nudeln, Gemüse, Kräuter, bisschen Schinken. Das war's eigentlich schon. Leute, zieht es euch rein. Ich habe das alles mal eingetrackt. Ich bin bei 2062 Kalorien. Das sind 137 Gramm Eiweiß schon, 205 Gramm Kohlenhydrate, 68 Gramm Fett. Ich glaube, da könnte was richtig Geiles bei meinem Gute-Nacht-Quark rumkommen. Und jetzt werde ich mal ein bisschen was eintippen und mal gucken, was ich mir da alles so reinhaue für Cheese. So Leute, das wird das Endergebnis sein. 2931 Kalorien, zieht euch rein, was ich alles mir reingemacht habe. Freunde, wenn das nicht mal das passende Ende für diesen Vlog ist, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ein richtig schöner Full Day of Eating, glaube ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben. Und bis zum nächsten Video, Schwurzfreunde. Ciao.